Let's get ready to rumble! Frauen catchen in Bolivien. Das sind eingeübte Würfe und echtes Blut. Die Frauen in traditionellen Kleidern werden Cholitas genannt. Ihre elegante Tracht mit bis zu 10 Unterröcken ist stolzes Zeichen ihrer indigenen Wurzeln. Einer der bekanntesten Stars ist Carmen Rosa. Wir sind Nachfahren der Indianer. Für mich ist es eine Ehre, ihre Kleidung zu tragen. Die kämpfenden Cholitas in Bolivien bauen gerade ihre eigene Liga auf. Das bedeutet, dass sie alles selbst tun müssen, sogar den Ring zusammenzimmern. Im Training üben sie hauptsächlich, wie man hinfällt, ohne sich zu verletzen. Yolanda the Lovely ist eine begeisterte Kämpferin, trotz der Gefahren des Sports. Mir ist schon einiges passiert, zum Beispiel ein Schädelbruch. Am Ende des Trainings üben die Frauen ihren Abschlussschritt, den Knicks. Vor ihrem Kampf heizen männliche Catcher dem Publikum ein. Jeder Zuschauer hat umgerechnet etwa 75 Cent Eintritt bezahlt. Carmen the Champion Rosa ist die Attraktion des Abends und selbst ihr größter Fan. Die Catcherin, die ich am meisten bewundere, heißt Carmen Rosa. Mit mehreren Lagen an Röcken beginnen die Frauen den Kampf. Obwohl die meisten Aktionen eingeübt sind, kann es gefährlich werden. Die Obstkiste hat Carmen ein Stück Haut vom Kopf gerissen. Die Wunde ist nicht tief, blutet aber stark. Nun ist es an der Zeit für Carmens Rache. Nach dem Kampf ruhen sich die Frauen aus. Carmen ist guter Laune, ein kleines Pflaster bedeckt die Wunde auf ihrem Kopf. Bei einem gemeinsamen Bier wirken die Frauen wie Freundinnen. Bis zum nächsten Kampf im Ring.